Formen des Glaubens, bei Christen, Juden und auch Muslimen. So meinen einige Muslime, dass Gott auch Politik und Gesetze im Koran bereits ganz genau vorgegeben hat. Für die Gesellschaft, aber auch für das Privatleben. Und zwar unveränderlich für alle Zeiten. Diese kleine Minderheit verlangt von allen Muslimen, manche sogar von Nicht-Muslimen, sich strikt nach ihren Regeln zu richten. Solche radikale Muslime nennt man Islamisten. Sie sehen den Islam nicht als Religion, sondern als politische Ordnung. Bei ihnen gibt es keine Diskussionen und keine Freiheit. Für sie passen Islam und Demokratie nicht zusammen. Denn wenn es nach ihnen geht, sollten hier Gottesgesetze herrschen und nicht die von Menschen. Junge Islamisten, die so denken, findet man auch in Deutschland.